Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Super Mario 64 für den Nintendo 64. Das letzte Mal haben wir uns noch ein bisschen durch Hazy Maze Cave gequält. Und jetzt wird's Zeit, dass wir aufbrechen zu Kurs 3. Denn da fehlt noch ein Stern, den ich haben will. Und der wartet schon ziemlich lange auf uns und ich möchte ihn nicht länger warten lassen. Bevor wir jetzt hier in eine neue Stage springen. Was wir natürlich jetzt noch gleich dann tun werden, aber ne. Ich hab's gern ein bisschen geordnet. So. Dann wollen wir hier lang. Und nochmal in das schöne Wasserlevel hier. Und through the Jetstream. Okay. Dann war hier die Metallmütze. Dann wollen wir mal. Wow. Der sinkt einfach wie ein Stein. So. Okay. So reicht das nicht. Moment. Hab ich da was vergessen? Oh, ich glaube auf der anderen Seite war da was. Oder? Ich glaube nämlich von hier aus kann ich das gar nicht machen. Bin ich viel zu langsam für. Wenn ich die Kanone benutze, wird es wahrscheinlich nicht hinhauen. Nee, das reicht nicht. Ich glaube, da hinten war noch ein grüner Block. Dadurch vielleicht? Ich glaube, da war einer. Wie dieses einfache Level immer so viele Probleme macht. Erst die 100 Münzen und jetzt hier. Okay, schauen wir mal. Ach, hier was? Ja, sag ich doch. Aha. Okay. Na, schneller. Renn, Mario! Okay. Schisch. Na gut. Dann haben wir diesen Stern jetzt auch. Hervorragend. Sehr schön. Jolly Roger Bay ist damit fertig. Oh, schön sieht das aus. Schön, schön, schön. 52 Sterne. Damit können wir jetzt wieder einen Abgang in den Keller machen. Und in den 7. Kurs springen. Boop. Okay. Wir müssen uns zum Glück nicht mehr mit diesen dummen Hasen auseinandersetzen. Meine Herren. Okay. So. Dann springen wir hier in dieses lustige, freundliche Flammenmännchen. Nach Little Lava Land, Boil the Big Bully. Die Stage mag ich eigentlich tatsächlich sehr gerne. Und weil ich sie sehr gerne mag, wird natürlich alles furchtbar in die Hose gehen. Das weiß ich jetzt schon. Big Bully war da hinten. Und hier kenne ich die Wege noch so ein bisschen. Oh fuck, das wollte ich nicht. Okay, alles gut. Bin genau da gelandet, wo ich landen wollte. Also Big Bully. So. Okay, dankeschön. So. Na bitte. Easy. Easy peasy. Big Bully dead. Erster Stern mein. Das wäre fast ein bisschen knapp geworden. Na gut, alles gut, alles gut. Ich habe alles im Griff. Sehr schön. Okay, nice. Nice, nice, nice. So, was haben wir denn als nächstes? Bully, the Bullies. Okay, die sind ein bisschen woanders, aber da weiß ich auch, wo ich lang muss. Ciao, Babal. Nämlich da hinten. Oh, das wollte ich nicht.
Wow, Mario. Okay. Macht nix. Alles gut. So. Okay. Dups. 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 Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Das war saudumm. Wow. Nice. Hm. Ja. So wie zum Thema die Stage mag ich total. Okay. So. Also. Springen wir halt erstmal darüber. Bis sich hier die Lava wieder ein bisschen beruhigt hat. Und dann. Hep. Hep. Na gut, was auch immer funktioniert. Okay. Hallo? Okay. Könnte ich mich bitte umdrehen? Dankeschön. Ach. Okay, komm schon. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. So. Ich glaube, die müssen sterben. Ich kann sie leider nicht leben lassen. So, jetzt habe ich sie da, wo ich sie haben wollte. Sheesh. Oh, really? Das war dumm. Hm. So. Okay, einer down. Zwei down. Geht nur noch der letzte. Komm schon. Hey. So, meine Herren. Ach stimmt, da kommt ja noch ein Big Bully. Ich vergaß. Wupp. So, jetzt habe ich ihn. Großen sind wesentlich einfacher. Vor allen Dingen, weil sie halt nicht zu dritt auf einen zurennen. So, na bitte. Eieiei, das hat länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Okay. Gut, gut. Tada! Okay, nice. So, was haben wir denn als nächstes? Ah, die 8 roten Münzen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es hier tatsächlich sinnvoll war, die 8 roten Münzen zusammen mit den 100 zu holen. Denn ich glaube, für die 100 Münzen muss ich in den Vulkan rein, damit ich die alle bekomme. Ich glaube nicht, dass ich da... Na, schauen wir mal, was passiert. Ich sammle erstmal alle Münzen, die ich sammeln kann, so. Und dann schauen wir weiter. Beziehungsweise... Genau nehme, mir fehlt da tatsächlich ein bisschen was. Was hier? Hier war das. Achso, ja, ich habe die Shell noch gar nicht. Na gut, dann müssen wir die roten Münzen zuerst machen. Gut. Weil ich wollte das gerne mit der Cooper Shell machen. Aber die kriegen wir erst noch. Um mal so ein bisschen zu spoilern. Das war interessant. Okay, na, was auch immer funktioniert. Na gut. Bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob es nicht doch reicht. Hm, na egal. Holen wir jetzt mal den hier. Die 100 Münzen machen wir dann später. Separat nochmal. Ist ja kein Problem. Okay. Red Hot Lock Rolling. Ah, ich weiß, was das ist. Und ich glaube,
Ich kann diese ganze Mission quasi komplett umgehen. Indem ich hier einfach hinfliege. Das war irgendwie lustig. Und das war gekonnt. Mario, würdest du bitte? Dankeschön. So, ich glaube nämlich, wenn ich hier einfach rüberfliege, dann komme ich hier an den Stern. Richtig. Haha, richtig erinnert. Sehr gut. Normalerweise hätten wir da mit so einem großen Holzrollding rüberrollen müssen. Machen wir es doch einfach so. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Hot-footed into the volcano. Okay. Ich habe immer noch keine Koopa-Shell. Ah, jetzt ist die Koopa-Shell da. Okay, gut. Dann werden wir jetzt eben schnell die 100 Münzen holen. Eben schnell. Das heißt, es wird irgendwas fürchterlich schief gehen. Ich kenne mich ja, aber schau mal, vielleicht habe ich Glück. Ich wollte das eben mit der Koopa-Shell machen, weil ich dann hier relativ easy einfach überall lang rutschen kann, solange die Kamera mitspielt. Was sie gerade nicht getan hat. Und weiterhin verweigert. Okay, dankeschön. Dankeschön, liebe Kamera. Achso, Moment, halt, ich muss nochmal zurück zum Puzzle. Und wenn das fertig ist. Nein, ah, fuck, das wollte ich nicht. Oh, wow, wunderbar, okay. Ich wollte nochmal zurück zum Puzzle, denn wenn das zusammen gepuzzelt ist, dann kriegt man auch nochmal Münzen. Gib mir deine Münze bitte, really? Gar kein Problem. Das Schöne ist, es geht auch ohne die Koopa Shell. Es ist nicht besonders angenehm, aber es geht. Und wenn was geht, warum soll ich es dann nicht machen? Wow. Okay. So. Ah, da sind die Münzen, die ich gemeint habe. Gut getimed. Na, nicht so gut getimed. Ach, komm schon. Ich sehe gerade echt nichts. Okay. So. Den brauchen wir natürlich nicht. Aber die Münzen wollte ich haben. Dann springen wir darüber. Da hätte ich halt mit der Koopa-Shell einfach überall hin surfen können, aber naja, gut. Dann hier hoch. Oh, hier ist gar nichts. Na gut. Dann holen wir hier uns ein paar Münzen ab. Okay. Dups. Dups. Und dups. Ich glaube nämlich, wir müssen tatsächlich in den Vulkan. Wow, really? Ich bin genau in der Kante gelandet. Ah. Wir müssen tatsächlich in den Vulkan, um die 100 Münzen zu holen, wollte ich sagen. Oh, meine Nerven. So. Okay. Immer noch 3. Wirklich. Okay. Na, von mir aus. Von mir aus. Was auch immer du sagst, Spiel. So. Jetzt mal gucken. Hier kriege ich noch eine blaue Münze. Komm her. Komm her. Komm her. Dankeschön. Okay. Ach, unter der Brücke wären noch zwei oder drei Münzen gewesen. Na gut. Das ist jetzt kein Drama. So. Okay, nice. So. Hol ich mir hier noch den Rest. Schön. Dankeschön.
Ich wollte eigentlich in den Vulkan. Vielen Dank. Okay. So. Hier gibt es dann auch nochmal Münzen. Und hier sollten wir dann tatsächlich die 100 erreichen. Hoffe ich. Ups. Ups. Das ist noch ein kleiner Bulli. Wenn wir den noch weghauen, gibt es auch noch eine Münze. Hoffentlich. Wenn das Spiel nichts kaputt macht. Hervorragend. Mal hier ein bisschen aufpassen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Oh. Okay. Na gut. Was auch immer. Ja. So, dankeschön. Noch vier. Wahrscheinlich sind jetzt hier keine vier Münzen, ne? Öpp. Wow. Okay. Na gut. Oh, wirklich? Ich bin da genau runtergerutscht. Meine Nerven. Ah ja, und ich starte hier wieder im Vulkan, freundlicherweise. Dankeschön, liebes Spiel. Vielen, vielen lieben Dank. Na gut, dann holen wir die 100 halt in der nächsten Mission. Habe ich auch kein Problem mit. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Plattform war, die ich hier nehmen wollte. Oh, manchmal macht mich das Spiel echt verrückt. Okay. Mir auch gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das hier der richtige Stern ist, zu dem ich hier gerade rumdüse. Glaube nämlich fast nicht. Aber naja, wir werden sehen. Uahaha. Oh, da oben wären tatsächlich sogar noch genug Münzen gewesen für die 100 Stern, 100 Münzen. Na, danke, Spiel. Danke für gar nichts. Na gut. Ah, Elevator Tour in the Volcano war das. Das war der Stern später. Na fein. Na gut, dann werde ich hier außen die Münzen sammeln, dann sehen wir uns gleich im Vulkan wieder. Bis gleich. So. Ach, meine Herren, okay. 96 Münzen, das sollte ja reichen. Muss ich dann nur noch an einem Stück hier quasi hochkommen. So, nice. Okay. Okay, gut. Super. Na fein. So, warten wir noch kurz auf die Flammen hier, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Und mit irgendwas meine ich mich. Wobei es jetzt auch kein Riesendrama mehr wäre, da wir dann eben Vulkan neu starten würden. Und den Stern ja gespeichert haben. Aber ich... Es ist immer wieder erstaunlich, wie schlecht man tatsächlich da diese Sprünge hier einschätzen kann. Ich habe jedenfalls immer tierisch Probleme mit. Aber naja. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Egal. Den Stern haben wir trotzdem bekommen. Sehr schön. 59. Na bitte. Und ich glaube, das war's von Lethal Lavaland. Ja, haben wir auch alles bekommen soweit. Okay, gut. Dann haben wir einiges erreicht in dieser Folge. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play wird gefallen. Falls ja, aber abonnieren, kommt hier gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.